Alright, Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Relativ spontan und auch relativ, ja, random, würde ich mal so behaupten. Ihr seht schon anhand der beiden Bilder links vor allem. Wahrscheinlich sind die Bilder links und nicht rechts. Links, rechts, Schwäche, Bruder muss los. Rechts seht ihr zwei Bilder. Es ist Gen 4, um genau zu sein, Platin. Warum das Ganze? Das ist ziemlich random, kommt aus dem Nichts. Ich habe mit Gen 4 eigentlich nichts zu tun. Ist aber, ich wurde sehr, sehr oft jetzt schon gefragt, ob ich nicht irgendwelche Tutorial-Videos für Gen 4 machen könnte, weil es gibt da draußen eigentlich so gut wie gar nichts, wenn nicht sogar gar nichts, vor allem auf Deutsch nicht. Gegenfrage an die Leute, die mich täglich nerven, was habe ich mit Gen 4 zu tun? Wollte ich mal nur so in den Raum stellen. Aber ihr habt auf jeden Fall Lack, beziehungsweise Doppellack, wenn nicht sogar dreifach Lack, und ich erkläre euch warum. Als allererstes, ich habe mich mit diesem Tool und mit Gen 4 Hacking schon mal beschäftigt. Der negative Punkt, sag ich mal, dabei war oder ist, es war nur eine Stunde oder zwei. Aber Gen 4 Hacking ist wirklich braindead. Keine Angst. Ich kann euch wahrscheinlich sehr, sehr viel erklären, wie jemand, der schon seit Wochen oder Monaten dran arbeitet, glaube ich. Weil ich lerne immer relativ schnell. Also ich habe ein sehr, sehr schnelles Auffassungsvermögen. Will jetzt nicht pushen oder so, just saying. Aber auf jeden Fall dann als zweites dieses Tool, was wir hier vor uns haben. Das nennt sich alles allererstes DS Pokémon ROM Editor Reloaded. Zu kurz DSPRE. Könnt ihr auf Google eingeben. Relativ easy zu finden. Geht auf die GitHub-Page. Könnt euch das downloaden. Einfach nur downloaden, starten, fertig. Ich werde euch auf jeden Fall auch einen Link in die Beschreibung hauen. Dieses Programm kann schon sehr, sehr viel. Kann manches leider noch nicht, kommt aber noch hinzu, das weiß ich aus sicheren Quellen, denn die Entwickler, es sind mehrere Leute, die daran arbeiten, die wollen, dass dieses Programm das Elite-Programm ist und man in diesem Programm von A bis Z alles machen kann, um nicht mehr abhängig sein zu müssen von anderen Programmen, die veraltet sind und scheiße sind. Ich hoffe, die ziehen es durch, ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Programm, das mitten in der Entwicklung aufgehört wird, tun, machen, Sachen, ne? Und dass manche Sachen dann nie kommen, manche Sachen verbuggt bleiben und so. Ich hoffe es, aber ja, whatever. Also, bevor wir starten, wie immer, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mord, abonniert diesen Kanal, um jetzt kurz nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich auch direkt Kinder beginnen. Vorab, das war doppelt gemoppelt. Wenn dieses Video 50 Likes erreichen sollte, und das wird es nie im Leben schaffen, deswegen so eine hohe Zahl, aber falls das erreichen sollte, werde ich auch zu Gen 5 Raw-Making Tutorial Videos machen. Und da werde ich dann eine komplette Series machen, von A bis Z, welche Programme braucht ihr, welche Programme würde ich empfehlen, welche Fehler würde ich nicht machen, die ich gemacht habe und gelernt habe, wie implementiere ich den Feentypen, Scripting von A bis Z. Das Scripting Gen 5 ist komplizierter, viel komplizierter als in Gen 4 und bereitet manchmal Kopfschmerzen, aber es geht. Habe ich auch an 2-3 Tagen gelernt, glaube ich, ungefähr. Ja, Maximum 3 Tage, habe ich es auch gelernt. Ist wirklich jetzt nicht so schwer, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist, sagen wir es mal so, auf gut Deutsch. Es geht. Aber nur, wenn das allererste Video, also dieses Video, 50 Likes erreicht. Ihr habt auch keine Deadline oder so. Ich gucke einfach immer wieder zwischendurch rein und gucke einfach, wie viele Likes das Video hat. Und ja, wenn nicht, dann Pech gehabt, I guess. Gut, fangen wir auch an. Also, ihr öffnet dieses Programm, dann hier oben links File, Open ROM, dann öffnet ihr eure Hard Gold Soul Silver ROM oder Platin oder was weiß ich, bumm, zack, und dann lädt er das Ganze hier und dann sieht das Ganze so aus. Heute im Programm machen wir nur den Mon Editor. Ich werde dieses Tutorial in mehrere Parts splitten, damit so ein Video nicht wieder 40 Minuten oder so geht, sondern ich glaube, es wäre klüger und würde wahrscheinlich auch mehr Leute anziehen, wenn die Videos nicht allzu lang gehen. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen, nicht alles zu tief in die Materie zu erläutern, weil ihr findet das dann am Ende des Tages eh selber heraus, wenn ihr wirklich aktiv an sowas arbeiten möchtet. Also, wir gehen rein in die Olga. By the way, bevor wir reingehen in die Olga, eine Sache oben rechts, ihr seht Platinum, ne? Das heißt, wir editieren einen Platin-ROM, habe ich schon vorher gesagt. Das in Klammern juckt uns nicht. Dann steht da unten Lang German. Lang steht für Language und German, ne, weiß jeder auf Deutsch, Italienisch. Also, ne. Also, im Endeffekt können wir, wenn wir auch auf Location eben klicken, sehen wir, das ist alles Deutsch. Ergo können wir deutsche ROM-Hacks erstellen. Ihr könnt dann ein deutsches Renegade Platinum erstellen. Warum auch immer das machen mag, tun, Sachen, aber ja. Das heißt, hier können wir deutsche ROM-Hacks erstellen. In Gen 5 funktioniert das nicht. Just a heads up. Also, wir klicken auf Mon Editor, Personal Data, wir haben Unsafe Changes,
Keine Ahnung warum, aber ist okay. Ich habe mit dem Tool, wie gesagt, schon mal gearbeitet, aber ich habe das schon seit Monaten nicht mehr geöffnet. Okay, cool. Dann hatte ich auf jeden Fall noch unsafe changes. Achso, ja, ich habe Sachen getestet, ne? Weil Bisasam hat auf jeden Fall keine 52 Attack. Ist auch scheißegal, wir fangen komplett von vorne an. Also, wir haben hier unsere Pokémon als Dropdown-Menü. Wir können hier einfach draufklicken und unsere Pokémon auswählen oder mit den Pfeiltasten hoch und runter gehen. So, ich gehe mal wieder zurück auf Bisasam. Hier rechts haben wir den, ich denke, das ist der Pokédex-Eintrag. Können wir auch hoch und runter gehen. Keine Ahnung, warum das da ist, aber ja, whatever. Also, hier können wir die Pokémon auswählen. Links haben wir die Base-Stats. Das brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Das sind die Stats, die ein Pokémon hat. Ihr könnt das nerven und buffen, wie ihr möchtet. Also, ne, mehr Attack geben, mehr Special Attack, bla bla bla. Weil ich glaube, Bisasam hat Standard 8 oder 49 Attack, irgendwie sowas. Keine Ahnung. In der Theorie ist es jetzt, sagen wir 49 oder 48, ich weiß nicht, oder sogar 42. Ah, ist so scheißegal. Auf jeden Fall steht hier irgendeine Nummer mit 40 bei euch, wenn ihr das erste Mal öffnet. Und wenn ihr das zum Beispiel buffen möchtet, wie ich das gemacht habe, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, dann macht ihr auf 52, drückt einmal auf die Diskette hier oben rechts, zack. Ihr müsst es nicht bei jedem Change machen, aber wenn ihr fertig seid, immer auf die Diskette, denn ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt hier 56 mache und jetzt runtergehe auf Bisaknoss, kommt das hier an, Save Changes, Discard and Proceed. Wenn wir jetzt Ja drücken, gehen wir jetzt auf Bisaknoss und alle Changes, die wir gemacht haben, sind gelöscht. Wenn wir auf Nein klicken, bleiben wir weiterhin auf Bisasam, drücken wir mal auf die Diskette und dann geht's. Ich drücke jetzt mal auf Ja. Zack, wir sind jetzt bei Bisaknoss und wenn ich jetzt zurück zu Bisasam gehe, seht ihr, hat wieder 55 HP. Deswegen nicht vergessen zu speichern, wenn man das einmal vergisst. Das Pop-Up-Fenster ist ziemlich cool. Einmal Nein klicken, speichern und weiter geht's. Gut, dann kommen wir zum zweiten Feld. Dann ist es das EV-Feld. Und ich glaube, EV zu Deutsch sind DVs. Ich hoffe es. Auf jeden Fall sind das einfach die Werte, wenn man ein wildes Bisasam besiegen würde, würden wir einen Special Attack kriegen. Ihr könnt das ändern, wie ihr lustig seid. Ihr könnt auch eine 100 reinklatschen. Das heißt, ein Bisasam gibt 100 Special Attack jetzt. Warum auch nicht? Weil wir wissen, wie wir einen ROM-Hack balancen. So ist das. Dann oben rechts als nächstes haben wir hier Typen. Selbsterklärend. Auf Englisch, aber ich denke, das versteht jeder. Darunter haben wir die Rates. Erstens die Catch Rate, dann die Escape Rate. Von der Escape Rate habe ich gar keinen Plan. Wie gesagt, ich habe Gen 4 viel zu wenig gespielt. Ich weiß nicht, was es ist und was es macht. Ihr wisst es wahrscheinlich, deswegen seid ihr klüger als ich. Und die Catch Rate ist, je höher die Catch Rate ist, desto einfacher ist das Pokémon zu fangen. Je niedriger, desto schwieriger. Bestes Beispiel ist Carpador. Weil Carpador sollte, genau, immer eine Catch Rate von 255 haben. Das Pokémon ist easy zu fangen. Und Gyarados sollte eine sehr, sehr niedrige Catchrate haben, weil Gyarados eigentlich schwer zu fangen sein soll. Es geht runter bis 1. 1 ist das niedrigste und das höchste 255. So, darunter haben wir dann Miscellaneous, beziehungsweise Misc, zu kurz, die Growth Curve. Die Growth Curve ist ganz einfach, wie viel Erfahrung braucht jetzt zum Beispiel in unserem Fall Gyarados, um ein Level up zu machen. Hier ganz unten ist am meisten Erfahrung, weil ein voll entwickeltes Pokémon und so. Und hier unten ist am wenigsten Erfahrung. Das ist meistens bei zum Beispiel, ich glaube, Pi ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil da wollte ich eh gleich wieder zurück. Pi hat Slow. Ja, okay, kein gutes Beispiel. Aber auf jeden Fall wisst ihr, worauf ich hinaus möchte. Hier oben ist, das Pokémon braucht am wenigsten Erfahrung, um ein Level-Up zu machen. Hier braucht das Pokémon am meisten Erfahrung, um ein Level-Up zu machen. Kann man damit spielen, wie man möchte. Darunter ist Base XP Yield. Base XP Yield bedeutet einfach nur, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Pi klatschen würden, ne? Wenn wir es auf der Route finden im Gras und wir klatschen es, würde Pi mal Daumen wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel die 37 geteilt sind, aber das müsste 20 EP sein, ungefähr 16 bis 20 EP, irgendwie sowas, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ist das einfach nur eine Nummer, dass Pi so und so viel Erfahrung gibt, wenn man es besiegt. Je höher der Wert, desto mehr Erfahrung gibt Pi, ja, genau. Aber ich habe damit nie editiert. Spectre Sun geben die Pokémon ja im Beispiel auch sehr, sehr wenig EP, aber das habe ich anders gelöst. Ich habe damit nie was gemacht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist so, oder? Je höher der Wert, desto weniger, desto mehr, genau. Ja, genau. Je höher der Wert, desto mehr Erfahrung gibt das Pokémon. Je weniger der Wert, desto weniger Erfahrung gibt das Pokémon. Macht Sinn. Macht Sinn. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch spielen, wie ein Pokémon welche Erfahrung kriegen soll. Und ach, keine Ahnung, ist auf jeden Fall komplizierter und
Ich würde damit nicht spielen, außer ihr wisst 100%, was ihr macht. Ne, müsst ihr wissen. Darunter Dexcolor, erklärt sich von selbst. Flip Flag, ich habe keinen Plan. Leider. Ja. Müsst ihr dann Trial and Error, I guess, und herausfinden, was es ist. Dann haben wir hier die Abilities rechts. Ziemlich selbsterklärend, kann nur Bedroher haben. Es gibt keine Hidden Abilities in Gen 4, aber wir könnten zum Beispiel. Gibt es überhaupt Sieg? Es gibt gar keinen Siegeswill in Gen 4. Oh ja, keine Ahnung, geben wir ihn einfach. Komm, der kriegt jetzt saumselig, ich weiß nicht warum. Ne? Hat jetzt Bedroher und saumselig. So, das war's. Darunter befinden sich die Held-Items, das bedeutet, wenn wir ein Pokémon fangen, ein wildes, kann es ein Item tragen. Hier können wir keine Prozentanzahl angeben, das finde ich ein bisschen schade, das heißt, man müsste das mit Hex-Editing machen. Ergo bedeutet das, ein Pokémon kann 50-50 ein Item tragen. Warum kann ich jetzt P nicht suchen? Jetzt. So. Wait, what? Ich habe doch Ja gedrückt, oder nicht? Bin ich dumm? Hallo, Game? Ah, das. Okay, cool. War einfach verbuggt. Warum auch nicht? Gut, dann öffnen wir das eben neu. Ja, ihr seht, manche Bugs, habe ich ja gesagt, sind noch drin und so. Es wird aber aktiv dran gearbeitet. Also bei Pi sehen wir eine Yonago-Beere und als zweites Item einen Mondstein. Ja, ist dann wahrscheinlich 50-50, was es tragen wird. Gehe ich mal stark davon aus. Darunter befindet sich die Base Friendship. Es ist einfach die, ne, Standard-Freundschaft-Kacke, die ein Pokémon hat, wenn wir es fangen. 255 ist der höchste Wert. Das bedeutet, wenn wir jetzt Pi fangen würden, wir geben Pi ein Level ab, würde sich Pi direkt entwickeln. Ja, je niedriger der Wert, desto mehr Freundschaft braucht es, bla bla bla. Bis zu 255. 255 könnt ihr euch immer merken, ist auf jeden Fall die höchste Anzahl bei eigentlich allem. Dann haben wir hier Eggs. Juckt keine Sau, das ist zum Breeden und so. In einem ROM-Hack breedet eigentlich keiner. Dann darunter haben wir Hatch-Steps. Hatch-Steps sind hier schon 0. Wenn es auf 0 ist, bedeutet das, das Pokémon schlüpft direkt nach 2-3 Schritten. Baby-Pokémon haben, glaube ich, im Durchschnitt zwischen 10 und 25 Hatch-Steps, glaube ich. Und das geht bei anderen Pokémon hoch bis zu 150, irgendwie so, oder 180. Ist auf jeden Fall egal, ihr müsst nur wissen, je weniger Steps, desto schneller schlüpft es, je mehr Steps, bis wieder 255 hoch, desto länger braucht es zum Schlüpfen. So, und dann haben wir zu guter Letzt hier unten Gender. Ist auch selbsterklärend, können wir einfach eine Value angeben, zack, zack, bumm, Male, Female können wir editieren. Dann rechts haben wir TMs und VMs. Links ist disabled, rechts ist enabled. Links disabled bedeutet einfach nur, Pi kann diese TMs und VMs nicht lernen. Rechts ist das, was Pi lernen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel TM1, da sind leider nur die Nummern, nennen nicht die Namen. Ich hoffe, das kommt noch. Das heißt, ihr müsst aktuell googeln, welche TM was ist. Aber sagen wir, wir haben TM1 in Mondgewalt umgeändert und möchten, dass Pi Mondgewalt lernt. Dann klicken wir einfach auf TM1 einmal, hier auf Enable und ja. Dann ist es enabled. Wenn wir jetzt TM1 nicht mehr haben möchten, einfach wieder auf Remove, zack, und Pi kann es nicht mehr lernen. Ja, das war der Lernset-Editor. Eigentlich, wie gesagt, nichts Kompliziertes. Dann haben wir hier das Lernset-Editor-Ding-Kack. Habe ich mich schon ein bisschen gespielt. Ich mache mal diesen Solarstrahl weg. Weil normalerweise, ich glaube, Bisasam lernt auf Level 7 Egesam und auf Level 9 Krankenhieb, glaube ich, in Gen 4. Keine Ahnung warum. It is what it is. Also, hier ist das Learn-Set-Editing richtig geil. In Gen 6, wie gesagt, ich habe ja dazu schon mal Videos gemacht, müssen wir normalerweise unter 37 eine neue Reihe hinzufügen. Dann müssten wir alles nochmal systematisch ein Level geben, nochmal von vorne hier und auch die Attacken, bis wir zum Beispiel hier hinkommen, wenn wir jetzt auf Level 11 eine Attacke haben wollen, bis da eine Lücke ist, so gesehen. Und dann editieren wir erst. Das ist richtig aufwendig. Hier ist das mega easy und ich wünschte, in Gen 6 aufwärts wäre es auch so, aber ist es nicht. Also, in der Theorie steht hier jetzt Egesam und hier steht Rankenhieb. Wir wollen aber zum Beispiel, ich editiere das mal eben, ne? Dann seht ihr es auch. Also, wir klicken einmal auf Absorber, dann klicken wir unten rechts auf Edit und dann steht jetzt Absorber, wir wollen aber Rankenhieb haben. So, dann machen wir Rankenhieb, das Level lassen wir, das passt ja, klicken auf Confirm, zack, Absorber ist jetzt Rankenhieb und Egesam genau dasselbe, klicken auf Egesam, Edit, zack, fügen hier eine neue Attacke ein, wenn wir möchten, drücken wieder auf Confirm oder erhöhen das Level oder machen sogar ein Level niedriger, Confirm und ja, fertig.
Wir wollen jetzt eine neue Attacke hinzufügen. Ganz einfach. Rechts auf das Dropdown-Menü zum Beispiel Solarstrahl eingeben. Dann das Level angeben. Wir wollen es auf Level 11 lernen. Drücken Add. Zack, Solarstrahl ist jetzt auf Level 11 erlernbar. Klicken oben rechts auf die Diskette, um das Ganze zu speichern. Zack. Und das Ganze ist jetzt gespeichert. Wir können schließen. Jetzt, wenn wir dann, nachdem wir alle Changes gemacht haben, die wir machen wollen und testen wollen, drücken wir einfach hier wieder auf die Diskette, dann speichert er die ROM und ihr erstellt eine neue NDS-Datei, also eine komplette ROM. Ihr müsst nichts patchen und der Prozess ist, denke ich, abhängig, wie gut euer Rechner oder Laptop ist, aber in der Theorie, ich kann nur für meinen Rechner sprechen, der ist jetzt zwar auch ein bisschen älter, aber immer noch powerful, das dauert wirklich 2 Sekunden, Maximum. Das heißt, es wird in Sekundentakt erstellt, die NDS-Datei. Dann könnt ihr das testen, bla bla bla. Und ihr müsst das Programm auch nicht schließen. Und wenn irgendwas nicht passt oder ihr möchtet weiter editieren, einfach wieder weitermachen und am Ende wieder speichern. Bum, 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 zack, easy, wirklich, brain dead. Gut, Freunde, das war es auf jeden Fall für das allererste Tutorial-Video. Relativ basic, wie bereits gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ausführlich erklärt, auch wenn ich ein bisschen drüber geflogen bin. Wie gesagt, ich will die Videos nicht allzu lang halten. Und beim nächsten Mal gehen wir dann über, ich glaube, Encounter und Trainer. Und dann gucken wir einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben, lasst den Pods kein Mord. Vergiss nicht, 50 Likes auf dem Video. Dann fange ich auch eine Gen 5 King Tutorial Series an. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ansonsten abonniert diesen Kanal, schreibt einen Kommi für den Algorithmus, bla bla bla, yada yada. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.